Hallo und herzlich willkommen, da einige von euch gefragt haben, wie sie auch die Anzeige oben rechts für den Magma Boss und die Dark Auction bekommen, stelle ich euch heute den Mod vor, der das alles und noch mehr sehr gute extra Features möglich macht. Doch zunächst habt ihr wieder die Möglichkeit, 250.000 Coins zu gewinnen, wenn ihr euren Ingame-Namen in die Kommentare schreibt. Natürlich würde ich mich auch über ein Like oder ein Abo freuen. Der Gewinner des Giveaways wird dann am 1. Dezember ausgelost und den Gewinner des letzten Giveaways findet ihr in der Videobeschreibung. Doch zurück zu dem Mod, der all die Features hinzufügt. Finden könnt ihr ihn unter dem Namen Skyblock Addon und er wurde von Biscuit gemacht, welcher auch den Helper-Rang auf Hypixel hat, also müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen, dass der Mod verboten sein könnte. Im ersten Teil des Videos stelle ich euch die wichtigsten Feature vor und im zweiten Teil zeige ich euch, wie auch ihr den Mod verwenden könnt. Wenn ihr direkt zum zweiten Teil kommen wollt, findet ihr den Timestamp in der Videobeschreibung. Kommen wir aber nun zu ein paar Features. So sehen wir beim Enchanting Table oder beim Reforgen beispielsweise direkt die Verzauberung oder den Reforge, ohne jedes Mal mit der Maus über das Item zu fahren. Und wir können links eingeben, welche Verzauberung oder Reforge wir gerne haben möchten. Und dann können wir so lange schnell klicken, bis die entsprechende Verzauberung kommt, was sehr praktisch ist, wenn man beispielsweise alle Talismane auf Itchy reforgen möchte. Bei den verzauberten Items zeigt uns der Mod sogar an, wie oft das Item bereits im Amboss benutzt wurde, was sehr gut zu wissen ist, wenn wir weitere Verzauberungen hinzufügen möchten, da die XP-Kosten umso höher sind, je öfter ein Item im Amboss verwendet wurde. Wenn wir mal zum Auktionshaus gehen, sehen wir nichts, denn das Addon sorgt dafür, dass wir Spieler um wichtige NPCs herum nicht sehen, damit wir den NPC leichter anklicken können. Wenn wir die Fähigkeit von Items verwenden, sehen wir nun auch durch die Haltbarkeitsanzeige des jeweiligen Items, wann die Fähigkeit wieder verfügbar ist. Dank des Addons wird auch verhindert, dass ihr aus Versehen wertvolle Items droppt oder verkauft. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einzelne Slots auch komplett locken, indem ihr die L-Taste drückt, dann könnt ihr dieses Item in dem Slot gar nicht mehr verlieren. Wenn ihr eine Kürbis- oder Melonenfarm habt, verhindert das Addon auch, dass ihr aus Versehen die Pflanzen zerstört. Und wenn ihr eine große Farm habt und nicht ständig in eurem Inventar nachschauen wollt, wie viel Platz ihr habt, sagt euch das Addon auch Bescheid, sobald euer Inventar voll ist. Wenn dann euer komplettes Inventar voll ist, könnt ihr die Sachen auch viel schneller zu den enchanteten Items craften, indem ihr die entsprechende Vorlage auswählt und dann mit gedrückter Shift-Taste und Doppel-Linksklick, während ihr ein Item haltet, die Vorlage ausfüllt und sofort das Item craften könnt. Des Weiteren habt ihr mit den Addon auch eine Voranzeige für Rucksäcke, womit ihr euch lästiges Suchen ersparen könnt. Zudem verhindert das Addon auch, dass ihr die Fähigkeit des Ember Rods auf eurer Insel verwenden könnt, da man ansonsten damit Kisten oder andere wichtige Sachen zerstören könnte. Und wenn ihr ein Lager mit Item Frames habt, könnt ihr nun auch durch die Item Frames hindurchklicken, um auf die Kisten zuzugreifen. Um alle weiteren Features zu sehen, könnt ihr in den Chat /SBA eingeben, um in das Menü des Addons zu gelangen. Im Menü könnt ihr auch die Sprache ändern, indem ihr auf die entsprechende Flagge klickt. Und in dem Menü lassen sich auch noch verschiedene Anzeigen wie der Magma Boss Timer ein- oder ausblenden. Und die aktiven Anzeigen können noch in der Größe und Position geändert werden. Nun zeige ich euch, wie auch ihr den Mod für die Minecraft Version 1.8.9 bekommen könnt. Dafür benötigt ihr zunächst Forge für die 1.8.9 und den Mod. Den Link für beide Dateien findet ihr in der Videobeschreibung. Bei Forge würde ich euch empfehlen, den Recommended Download zu nehmen. Wenn ihr beide Dateien habt, führt ihr Forge aus, klickt dann bei Install Client auf OK. Anschließend startet ihr den Minecraft Launcher und wählt dort oben links Installation. Hier fügt ihr nun eine neue hinzu, die ihr so nennen könnt, wie ihr wollt. Und bei der Version müsst ihr nun Release 1.8.9 Forge auswählen. Und dann könnt ihr schon auf Erstellen klicken. Nun wählt ihr die eben neu erstellte Version aus, anschließend sollte Forge bei euch laden. Danach könnt ihr Minecraft wieder schließen und nun müsst ihr die Windows-Taste und R gleichzeitig drücken, um dieses Fenster zu öffnen. Dort gebt ihr %appdata% ein und anschließend auf OK. Hier wählt ihr den .minecraft-Ordner aus und dort den Mods-Ordner. In den Ordner braucht ihr nun nur noch den Mod, den wir bereits gedownloadet haben, hineinziehen und dann könnt ihr das Fenster wieder schließen. Wenn ihr nun wieder euer Minecraft startet, solltet ihr im Spiel nun auch den Mod haben. Falls ihr eine Fehlermeldung bekommt, wenn ihr Minecraft mit Forge das erste Mal startet, kann es daran liegen, dass ihr vielleicht bereits einen Mod in dem Mods-Ordner hattet. In dem Fall löscht dort einfach den Mod und startet Minecraft nochmal neu mit Forge. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch mit dem Tutorial weiterhelfen. Und wenn ihr noch weitere Tutorials rund um Hypixel Skyblock sehen wollt, dann lasst doch gerne mein Abo da. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao.